Soldaten aus Nordkorea als Verstärkung für die russische Seite. Der Zusammenbruch der Frontlinie im Osten, der befürchtet wird, über all das sprechen wir jetzt mit dem Militärexperten und dem Offizier der österreichischen Armee, Oberst Markus Reisner. Schönen guten Morgen nach Wien. Guten Morgen aus Wiener Neustadt. Die russische Armee ist gerade so massiv vorgerückt wie seit den ersten Kriegstagen nicht mehr. Kann die Ukraine dem noch etwas entgegensetzen? Ja, man muss sich da im Detail die Front ansehen. Und was man verstehen muss, ist, dass quasi hier im Prinzip drei Verteidigungslinien angelegt worden sind von der Ukraine über die letzten Jahre. Und in diesen Verteidigungslinien wird gekämpft. Die erste Linie wurde bereits durchbrochen. Die Russen stehen in der zweiten Linie und versuchen quasi auch in die dritte Linie vorzustoßen. Pokrowsk hat deswegen die Bedeutung, weil es eine Festung der dritten Linie ist. Dahinter ist dann nur mehr das offene Land bis zum Dnepr. Kann die Ukraine eine Abwehr schaffen? Die Frage stellt sich vor allem im Hinblick auf die Kräfteverfügbarkeit, denn die Ukraine braucht dringend operative Reserven, um quasi immer wieder an den Brennpunkten der Front diese Kräfte einsetzen zu können. Und wir erkennen, dass die Ukraine im Moment große Herausforderungen hat, diese Kräfte aufzubringen. Wenn Pokrowsk fällt, Sie haben das gerade schon als Überschreiten der dritten, also der letzten Linie bezeichnet, was könnten die Folgen sein, sowohl militärisch als auch psychologisch? Ist ja nicht unwichtig, wie wir gerade gehört haben. Ja, dazu gibt es genug Beispiele aus der Kriegsgeschichte. Es könnte also zu einem sogenannten operativen Durchbruch kommen. Das heißt, die russischen Kräfte würden es tatsächlich schaffen, hinter diese dritte Linie vorzustoßen. Und das hätte natürlich einen devastierenden Effekt auf die Moral, nicht nur der Truppe vor Ort, die eingesetzt ist, sondern natürlich auch auf die ukrainische Bevölkerung. Im Moment sieht es noch nicht danach aus, aber was wir erkennen können, ist, dass die Russen sich langsam an diese dritte Linie heranarbeiten. Momentan spitzt sich die Situation massiv zu südlich von Pokrowsk bei Korachowe, wo es den Russen gelingt, in einer größeren Umfassung einen neuerlichen Kessel zu bilden. Und das bedeutet natürlich, dass auch dieser Raum von den Ukrainern möglicherweise aufgegeben werden muss. Reden wir noch mal über den Einsatz von nordkoreanischen Soldaten auf russischer Seite. Das wurde ja eigentlich eher als Zeichen für eine russische Schwäche gesehen, dass die sozusagen gebraucht werden. Wie sehen Sie das? Könnte Ihr Einsatz jetzt kriegsentscheidend sein? Ich denke, da ist vor allem die Symbolkraft zu berücksichtigen. Wir sehen also hier, dass Russland zeigt, dass es in der Lage ist, Verbündete, verlässliche Verbündete zu organisieren. Wir haben also hier gesehen, dass Russland in der Lage war, nicht nur Nordkorea davon zu überzeugen, quasi mehrere Male viele Millionen Artilleriegranaten zu liefern, sondern nun auch Soldaten, die möglicherweise im Raum Kursk eingesetzt sind. Das hat natürlich seinen Preis. Man kann davon ausgehen, dass Russland quasi im Rahmen von Proliferation Waffentechnologie an Nordkorea liefert. Denken Sie daran, wir haben jetzt in den letzten 48 Stunden einen Test einer Rakete gesehen aus Nordkorea mit über 1000 Kilometer Reichweite. So weit ist bis jetzt noch keine einzige nordkoreanische Rakete geflogen. Und das zeigt also einfach hier, dass Russland zeigen möchte, wie unter anderem auch bei der BRICS-Konferenz, dass man die besseren Verbündeten hat im Vergleich zur Ukraine, die offensichtlich immer wieder darum bitten muss, das zu bekommen, was sie braucht, um diesen Angriff der Russen abzuhalten. Selenskyj will jetzt dagegen 160.000 Männer zusätzlich mobilisieren. Ist das realistisch? Das hängt natürlich ganz von den Maßnahmen der ukrainischen Behörden ab. Wir sehen also jetzt schon sehr viele Videos, wo man erkennen kann, dass Jugendliche von der Straße in Autos gezerrt werden und faktisch dann an die Front geschickt werden. Vor einem Jahr durfte man mehr oder weniger nicht darüber reden, aber mittlerweile ist das quasi auch als solches erkennbar. Das bedeutet, dass die ukrainische Armee einerseits massiv Nachschub braucht und andererseits natürlich das Problem besteht, dass immer weniger freiwillig sich diesen Dienst tatsächlich an der Waffe stellen. Und wir haben natürlich ein demografisches Missverhältnis. Wir haben auf der einen Seite Russland mit 146 Millionen Einwohnern und einem entsprechenden Humanpotenzial, wenn ich diesen Begriff verwenden darf. Und wir haben auf der anderen Seite die Ukraine, wo man davon ausgeht, dass es so circa noch in etwa von diesen 40 Millionen Menschen circa 30 Millionen, ein bisschen mehr im Land sind. Und das hat natürlich dann ein verringertes Potenzial zur Verfügung. Diese Soldaten, die aber rekrutiert werden, müssen natürlich jetzt ausgebildet werden. Und das dauert. Und die Frage ist, ob das alles rechtzeitig kommt. Ja. Die Zeitfrage ist ja auch essentiell, dass sich die Lage nämlich gerade jetzt so zuspitzt, hat ja auch damit zu tun, dass beide Seiten versuchen, noch vor dem Einbruch des Winters und vor der Präsidentschaftswahl in den USA entscheidende Erfolge zu erzielen. Was würde denn ein Sieg Donald Trumps am Dienstag für die Ukraine bedeuten? Ja, lassen Sie mich ganz kurz noch ergänzen. All diese Entwicklungen haben eine Vorgeschichte. Und was wir hier sehen, ist ein Abnutzungskrieg. Der
Umstand, dass sich jetzt südlich von Pokrovsk bei Korachowo ein großer Kessel bildet, ist darauf zurückzuführen, dass die Stadt Ugledar vor einigen Wochen gefallen ist. Sie ist deswegen gefallen, weil sie einfach diesem permanenten Bombardement durch Gleitbomben, Artillerie und Raketenwerfer nicht mehr standhalten konnte. Und was wir erkennen können, ist eine stete Entwicklung zu Ungunsten der Ukraine. Wir erkennen auch, dass die amerikanische Administration offensichtlich nicht bereit ist, das zu liefern, was gebraucht wird. Wir sehen das auch an den zähneknirschenden Aussagen von Präsident Zelensky. Und die Frage ist natürlich, was wird nach der Wahl passieren? Und hier hört man ja aus den USA, dass möglicherweise es keinen Unterschied macht, ob entweder Harris oder quasi Trump die Präsidentschaft gewinnt. Und das ist natürlich ein schlechtes Zeichen für die Ukraine. Vielen Dank, Oberst Markus Reisner, mit Einschätzung zur dramatischen Lage in der Ukraine. Herzlichen Dank für Zeit und Vertrauen.